Ihr wollt wissen, wofür ich das hier umbaue? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Käffchen. So. Ich habe mir überlegt, wir haben zwei kleine Probleme. Das eine ist Wasser. Da könnten wir nochmal was dran machen. Vor allem müssen wir einmal gucken, wie wir unsere Schwefelgeschichte gemacht haben. Und Spannungslevel, ich weiß. Und wie es dort aussieht mit dem Wasser, das von hier aus zurückkommt, weil das könnte auch nochmal kritisch werden. Was sagst denn du dazu? Das ist nämlich recht voll. Gehst hier vorne hoch in diesen Ausgleichsbehälter. Aber den haben wir nicht mehr angeschlossen. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier wenigstens kein Problem. Da kommt halt Wasser rein. Aber hier wird das Wasser auch verbraucht. Also, das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich muss hier nochmal irgendwie einen zweiten dazu packen. Aber das kriegen wir hin. Das andere Thema ist halt hier oben dahin. Oh, strahlt alles. Wunderbar. Wir könnten das System hier erweitern. Ihr habt den Schredder zwar ein bisschen scheiße hingestellt, weil ich brauche eigentlich zwei mehr von denen. Oder drei, besser gesagt. Und da auch nochmal drei. Das bedeutet, wir müssen auch da unten noch ein bisschen nachlegen, aber das ist alles machbar. Ja, müsste man nur den Schredder vielleicht hier eben drüber setzen, dass es da reingeht, da hinten hin, dann passt das wieder. Ja, deswegen würde ich auch direkt hier mit anfangen. Und mir Gedanken machen, warum ich nicht genug Material dabei habe. Okay, das ist ein anderes Thema. Aber wir haben sowieso hier noch ein bisschen was an unserer Seite stehen. Was wir vollkommen nicht mehr brauchen. Piste leeren. Euch das mal an hier. Bop. Bop. Wunderbar. Aber wir machen jetzt eben, damit wir das auch haben. Habe ich gesagt, Produktion. Wir brauchen nur mal drei Stück davon. Drei Stück davon. So, dann wissen wir schon mal, was wir mitnehmen müssen. Weil das hätte ich garantiert nicht alles mitgenommen. So, nächste, was wir noch machen können, ist, wir produzieren. Ja, zu wenig würde ich nicht sagen, weil hier kommt schon genug an. Aber wir müssen das auch irgendwie nutzen können. Der Quarzsand. Wir holen aber da hinten aus dem Quarz gar nicht genug raus. Weil, also der Quarz, der da verbraucht wird, das ist Pillepall. Hinten die Leitung müsste stoppen ohne Ende. Da können wir das ruhig ein bisschen. Das ist dahin. So langsam hier knapp mit dem Zeug. Wenn wir so langsam ein bisschen anderweitig noch verwenden. Da nochmal ein paar Konstruktoren hin. Ja, bitte. Okay, Adobe hat irgendein Update. Wunderbar. Danke für die Mitteilung. Direkt aufs Ohr. Aua. Das ist ein Problem. Oh, das ist ein großes Problem sogar. Das heißt, ich muss jetzt komplett nach hinten fliegen. Ist scheiße. Gefällt mir nicht. Wir tun einfach so. Das hätte ich jetzt nicht das Falsche ausgewählt, ne? Aber immerhin, es geht nur noch um Gummi. Wunderbar. Stahlbetonträger. Mal den Gummi. Er hat kein Gummi eingelagert. Systemsteuerstab, Kupferblech, Stahlrohr, Stahlbetonträger, Kunststoff, Longrahmenkabel,
Okay. Ein Kabel können wir nochmal vorsichtshalber mitnehmen. Haben wir hier noch Draht? Draht. So, haben wir auch genug von. Dann machen wir das erstmal. Weil Gummi kriegen wir ja jetzt auf dem Band, können wir mitnehmen. Aber lass dann erstmal das Rumpfen anfangen. Besser. So, du Kollege. Steht hier auch im Moment genug an. Eins. Und die Nummer 3. Dementsprechend bedeutet es aber auch, dass wir Wasser, das da hinten in diesen Kreislauf geht, das müssen wir natürlich noch ersetzen durch anderes Wasser, das wir dann von hinten irgendwo holen. Da wird nochmal eine extra Leitung gelegt und fertig. Aber ansonsten ist das hier einfach nicht... Nicht gut genug, nicht effizient genug, weil ich krieg's halt nicht vernünftig hin mit dem zurückgeleiteten Wasser. So, das heißt, wir müssen dich runternehmen, dich runternehmen. Dann gehen wir rein in die Blaupausen rein. Und brauchen dich. Einmal zweimal. Diesmal mache ich es aber anders. Ich gehe direkt hin und pack alle davor, weil dann ist es leichter zu erweitern. Okay, wir brauchen Logistik. Wo müssen wir anfangen? Dort. Perfekt. Das hat super geklappt. Und du noch. Dahin. Jetzt haben wir nur das große Problem. Der Spaß muss natürlich noch mehr von hinten kommen. Ja, das ist schon mal drin. Also ich glaube mit unseren, wie heißt sie hier, Flächen haben wir nicht so ein Problem. Du machst mir bitte... Kanister, wo sind sie denn? Kanister? Hört euch mal. Da. Zweite Reihe. Wunderbar. Da bin ich ja mal richtig froh. Einstellung kopieren. Einfügen. Einfügen. So, hier brauchen wir Strom. Strom finden wir hier. Dann setzen wir uns jetzt auf den Strom mal eben hier vorne hin. Eins, zwei, drei. Gehst du da vorne dran? Nein, da gehst du nicht dran. Ich habe eh gesagt, wir müssen den hier abreißen. Okay. Dorthin.
Du kommst mal eben. Und wirst... Du bist dorthin gesetzt. Macht vollkommen keinen Sinn, aber ist egal. So. Ja, mir fehlt immer noch das Gummi. Hallo, Gummi. Badam, da haben wir Gummi. Sehr gut. Der Kollege eins, zwei, drei. So, der ist da dran. Geh ruhig einfach gerade da rein und du brauchst Strom. Dann ist auch alles gut. So, jetzt wird das Wasser hier auch ganz schnell wieder weggeräumt. Perfekt, die sind wieder leer. Da bin ich schon mal froh. Also das funktioniert hier relativ gut mittlerweile. Mal so ein bisschen auf meine Strahlung hier achten. Ein Splitter. Da rein. Da rein. Und hier rein. So, da vorne uns bitte. Dann kommst du einmal weg. Du kommst einmal mit hier hinten hin. Jetzt ist die Frage, hätte ich das nicht vorher? Ja, das machen wir auch direkt. Vorsichtshalber 600er hier hin. Eins, zwei, drei, vier. Ich meine, ich komme jetzt irgendwie auf 450. Und da kommst du da rein. Du machst mir bitte verpacktes Wasser. Das kopieren wir. Und das da rein und da rein. Und jetzt müssen wir noch eben Strom anschließen. Strom anschließen. Machen wir einfach da so, da drüben dran, dahin und dorthin. Dann können wir den noch eben, genau, dann hätten wir noch Platz. So, das heißt, das leuchtet jetzt hier rein. Ihr macht jetzt natürlich noch zu wenig. Da muss jetzt ein Fusionator dran. Einmal. Jetzt zurück zweimal. Und dreimal.
bisschen nervt die Strahlung hier schon. Aber gut, das ist halt der dumme Effekt, den ich jetzt dadurch habe, dass ich das vorher nicht hingekriegt habe. Dann ist das halt so, ne? Du weg und du weg. Dafür du dorthin. Und sollte ich jemals wieder auf die Idee kommen, am Ende einer Line wirklich einen Bogen zu machen und mir einen Splitter oder Merger sparen zu wollen, dann zerreißt mich bitte in den Kommentaren dafür. Weil so ist es deutlich einfacher. Ja, hier fehlt jetzt natürlich Material. Das heißt, wir müssen deutlich mehr an... wie sieht das hier eigentlich aus? Oh, guck mal, du bist schon fast voll. Was auch nochmal ein Problem werden könnte. Wenn der hier voll läuft... Wobei, von dem was ankommt. Ich muss jetzt nochmal eben gucken. Wir haben jetzt 8 Stück hiervon. Bedeutet. 8 mal 15 und 8 mal 30. 8 mal 15 sind 120, die wir brauchen. Dementsprechend 240 von dem anderen. 260, die auf die Leitung müssen. Uiuiui. So, das machen wir jetzt und da unten wird alles andere abgeklemmt. Hier steht was. Warum stehst du? Okay, jetzt mal ernsthaft, warum stehst du? Ach, du bist voll, bist gerade am Gummi machen. Ja, alles gut. Wie sieht's bei dir aus? Du bist nicht ansatzweise voll. Bei dir, du auch nicht. Was ist bei dir kaputt? Warum? Warum ist bei dem hinten alles voll? Und bei denen hier nicht ansatzweise und hier vorne ist wieder voll. Hä? Ich frag nicht. Eigentlich habe ich gerade gefragt, aber ihr wisst es. So, wir gehen dahin. Wir gehen dorthin. Da müssen wir gucken. Kunststoff da unten. Brauchen wir nicht mehr. Bleche müssen wir erhöhen. Und Platten. Das heißt... Du gehst da in den Container und stehst, genau. Kunststoff geht da in den Container und steht, genau. Ja, und ich lasse noch durchlaufen. So, was haben wir hier sonst noch auf der... Okay, hier geht sonst nichts hoch, ne? Es ist... Doch, Beton geht da noch hoch. So. Okay. Machen wir nicht. Wir haben hier... Ihr macht fleißig Eisen. Und ihr hier unten, die ich beim letzten Mal vollkommen übersehen habe, Produktion pausiert. Sie auch alle abgeschaltet habe, ich Depp. Was heißt ich Depp? Eigentlich ganz gut. Das wird jetzt nämlich alles Eisenplatten. Mach's 20. Wir können nochmal eben gucken, was wir da, produzieren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 20. Da sind wir doch locker bei unseren 120. Warum sollte ich da unten noch was brauchen? Ja, wir hier 180, wir brauchen ja hier 240. 180, damit sind es hier 200. Sechzig waren es, ne? Sind wir jetzt bei 200. So, weiter. Jetzt sind wir bei 220. Ja,
Und hier sind wir bei 240. Das heißt, wir gehen jetzt ganz stumpf hin. Oder? Ach, das, macht das Sinn, jetzt den einen auch noch mit reinzunehmen? Dann haben wir 20 Überschuss. Die würden sich in einem Container sammeln. Aber wenn der voll ist, wird irgendwann das mit dem Splittern nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir ziehen noch einen zur Seite mit Überschuss, packen den mit auf den Schredder. Ja, das machen wir. Vorsichtshalber. So. Jetzt wollen wir 120 hiervon. Im Moment, was ballern wir denn da rein? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Stück hauen wir hier rein. Ich warte. 22,5. Heißt, 8 mal 22,5. So 180. Wir brauchen 120, habe ich gesagt. Weil wir hatten 8 mal 15. Wir brauchen 120. Also, wir haben von beiden dann genug, was da reinläuft. Das heißt, das ist hier gar nicht mal schlecht, was ich hier gebastelt habe, weil ich habe auch hier einen Überschuss. Sogar einen größeren Überschuss als dort. Das könnte wiederum das Problem werden. Wir haben bei beiden einen Überschuss. Das heißt, das läuft schon mal ganz gut. Ich muss mich dann nur noch darum kümmern, wie das ganze Zeug zurückgeht. 20 Minuten haben wir schon. Wow. Das ging erschreckend schnell. So, rauf. Diese Ebene. Alles schmal. So, da vorne hin. Ich meine, das ist logisch, weil hier unten ist der ganze Müll, ne? Ja, von oben gar nicht sehen können. Da vorne ist er. Da. Gut. Hier hinten kriegt wahrscheinlich ein bisschen wenig Wasser. Genau, das ist noch nicht so viel. Da gehen wir jetzt einmal hin und ändern Leitung. So, hier, du bist mein... Nee, das ist mein größtes Problem. Nee, was? Das hatte ich vorher, Gott sei Dank vorher gemacht. Hier ist nochmal ein fieses... Sag mal. Da ist nochmal ein fieses Stückchen. So. Ab da hätten wir gerne mit Indikator. Zwischen. Ich meine, das ist sehr wahrscheinlich, dass wir das haben. Ja, da. Okay. Du erkennst jetzt auch 600. Ja, sehr gut. Okay. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen überlegen, wie wir das genau machen. Aber ich kann jetzt nicht einfach abdrehen, weil da steht... Oder hatte ich das Wasser... Ne, beim letzten Mal habe ich doch hier Wasser reingeleitet. Also hier kommt schon... Wasser von hinten dazu, da brauche ich nichts mehr dazu packen. Das heißt, das kann weg. Dieses Wasser hier. Also. Die Zuleitung reicht für da. Sieht bescheuert aus ohne Ende. Macht nichts. Das hier muss definitiv nach unten gehen. Das heißt, wir machen jetzt... Wie viel haben wir denn hier eingestellt? 176,6. 176,6. Wenn ich die 176,6 dort... Erstmal könnte ich hier alles nur 300er Rohre machen. Ja. Es wird mir wahrscheinlich Gummi fehlen für
ein Ventil. Wenn ich das Ventil da hinten rausnehme und dahin setze, habe ich aber Gummi für ein Ventil. Wunderbar. So, du kommst her. 76,6 in diese Richtung bitte. So, das ist dein Limit. Know your limit. Hier kommen 600. Das heißt, du musst dich hier abziehen. Ich muss erstmal auf 600. Wenn ich minus 180 mache, sind wir bei 420. Oder kann ich das so laufen lassen? Moment. Du hast gerade keinen Durchfluss, du bist voll. Das ist krass, aber okay. Da sind 600. Wie staut sich das zurück? Momentan gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. So, du machst 105. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das passt. Also sind 505, die da rauskommen. Easy. Das heißt, wir haben definitiv genug auf der Leitung und wir haben genug dort. Sehr schön. Das wird nach oben weggepumpt. Klasse. Ihr macht jetzt 60 pro Minute. Wir haben 8 Stück. 8 mal 60 und 480. Easy. Genau, 60 weggehen. Wie sieht das Kanister technisch aus? Okay, es kommt immer noch nicht genug. Es kommt immer noch nicht genug Eisen hier an. Eisenplatten. Genau das, was ich befürchtet habe. Aber das ging mir. Das ist ein easy fix. Logistik. Bam. Erstmal hier raus. So, dann machen wir auf der Seite Überschuss. Und wir nehmen den Spaß mit. Nehmen damit. Macht das Sinn, hier lang zu gehen? Nein, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Oh. Oh, ist das schief. Das machen wir aber nicht. Schief ist doof. Gehst einfach dahin, dann dahin. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Aber das ist ganz einfach. Du kommst einmal weg. Dort kommt ein Fusionator hin. Der da reingeht. Das alles wegschreddert. Und das alles wegschreddert. So. Warum sind hier teilweise... Das verstehe ich nicht. Ihr habt doch gerade Überschuss gesagt. Überschuss darf auf gar keinen Fall Blech sein, weil Blech ist nicht voll. Du bist voll.
Also, hier. Eisenplatte. Warum ist denn gerade Eisenplatte da durch? So soll das aussehen, genau. Und warum ist die Eisenplatte so langsam? Okay, das ist etwas, was wir uns beim nächsten Mal nochmal angucken. Wo ich mal eben nicht irgendwo hinkomme, wo vielleicht nicht ganz so viel Strahlung ist. Extrem clever ist, dahin zu gehen, wo ich Sachen langlaufen lasse, die für Atombomben benutzt werden. Wunderbar! Okay, da haben wir ein bisschen was hingekriegt. Die Quarzgeschichte gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Äffchen.